Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge CatZone und heute alleine, aber mit einer Menge Spaß dabei. Und zwar haben wir gestreamt und Leute, haben wir was zu Ende gestreamt. Wir haben den Philosopher's Stone gecraftet, das ist der hier. Den haben wir uns gecraftet, dafür haben wir ein Lithium, das von Flocke geklaut. Den müssen wir wieder organisieren, bedeutet wir müssen gucken, dass wir einen Brine Tower bauen, auch noch in der nächsten Zeit. Wir haben eine Menge verschiedene Seeds gemacht und ich habe die ganze Zeit jetzt gerade dran gestanden und habe diese Seeds hier gegossen und abgeerntet, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Hier sind so die Sachen zwischendrin, die Farm Station noch mitgemacht hat, die hat noch ein bisschen mehr gemacht, ich habe zwischendrin noch gecraftet. Das alles, damit wir folgendes Rezept fertig craften können. Und ihr seht gleich, wie viel das ist. Das Rezept hier ist es. Wir haben genug Diamonds, das ist kein Problem. Wir haben genug... Also das war hier das härteste, das Carbon-Nanotube zu kriegen. Das war so gut wie unmöglich, weil jede von diesen Dingern besteht aus 3 Carbon. Und jeder Carbon besteht aus einem kompletten Coalblock. Das bedeutet, wir haben noch Kohle gefarmt. Dazu war ich auch ein bisschen bei Xadius noch mit in der Farmwelt. Wir haben übrigens im Stream Botania gemacht. Das da vorne ist Botania in der Nutshell. Das haben wir gemacht für den Gaia-Spirit, damit wir Gaia-Spirits haben. Damit wir, wenn wir Dinge craften wollen, wie zum Beispiel den Imaginary Time Block, wir die Möglichkeit dazu haben. Das hier müsste ein Defizit, was den Time Block angeht, erstmal hier noch ausgleichen, wenn ich jetzt einen craften wollte. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist Iron. Und zwar 381 Iron. Und sagen wir es mal so, wir könnten das jetzt einfach hier rausnehmen. Das wäre nicht das Problem. Wir haben aber auch noch Iron Essenzen hier vorne. Ich glaube, dass das auch gehen sollte. Hier haben wir Iron Essence, da haben wir Iron Essence. Das sind mal 2 von den kleinen Essenzen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. Ich habe es gar nicht richtig auf dem Schirm. Es gibt immer 6 pro Iron. Bedeutet, das sind schon mal ein paar Stackies wieder. Das hier ist wieder ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn noch? Weil dann holen wir noch ein bisschen Eisen dazu. Time. Ah, verdammt, ich kann kein T drücken, sonst versucht er was zu suchen. Imaginary Time Block. 257 fehlen uns noch, wir holen uns die. Das ist kein Problem, die haben wir noch problemlos zusammen. Wir haben hier ein bisschen was als Zwischenspeicher und sowas gemacht. Das läuft übrigens nur voll, wenn die Lootbags hier voll sind. Das bedeutet, wir müssen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, was auch immer. Und dann müssen wir hier einen auf den da machen und die kompletten Sachen von rechts nach links schmeißen in den Drawer. Dann haben wir auch die Problematik nicht mehr. So, jetzt hier. Ah, ich glaube, jetzt habe ich wieder viel reingetan. Nee, habe ich gar nicht. Okay, passt. Hier haben wir noch eine. So, da müsste jetzt eine Menge frei geworden sein. Ja, was heißt eine Menge frei? Es sind immer noch unmöglich viele Bows drin. Kein Mensch will und kein Mensch braucht. Was soll denn das? Ja, so, jetzt, da ist alles draußen, was wir draußen haben wollten. Wir laufen einfach ein Stückchen weiter weg. So, wir müssen gleich nochmal eine Ladung Iron boosten, so wie es aussieht. Wir haben nämlich kaum Iron dabei. Haben wir hier mal den kompletten Bow-Zeug rein. Ach du Heiliger, ist das viel. Die könnten wir wieder alle zusammen craften oder wir werden sie irgendwann EMC-technisch einfach recyceln. Haben wir hier in der Truhe noch was drin? Nee. Haben wir hier unten was drin? Ja, ja, genau. Da habe ich, ich habe schon Draconic Evolution Teil angefangen. Hier oben müssen wir gerade mal ein bisschen was reinschmeißen. So, das müsste jetzt ein bisschen was sein. Was haben wir hier für Kapazitäter? Auf jeden Fall mal ganz hübsche. Und Black Lotus, und das ist einer der wichtigsten Dinge, weil dadurch machen wir unser Mana momentan. Kapazitäter, Katzes, Kapazitäter sind meine ganz alleine. So, da ist nur Müll drin. Da bringt uns nichts mehr, das bringt uns nichts. Auch hier ist nichts drin. Overgrowth Seed ist schön und toll. Nein, Black Lotus, nice. Super cool. Wir schmeißen einfach alles mal rein, was wir reinschmeißen können momentan. So, wir brauchen immer noch ein bisschen Iron. Das bedeutet, ich würde sagen, Fertilizer, den hier, davon haben wir noch eine Menge. Eine Menge. Und dann hauen wir hier mal den Iron-Stamm durch. Upsala. Da ist unser Schwert. Ach, gerade schon, hey, what the hell? Wir waren übrigens auch im End und haben eine Elytra geholt. Das war aber nicht, damit ich die Elytra holen kann, sondern das war eigentlich für was anderes da. Wo war unser Iron hier? Miau. Danke für die tollen Störgeräusche, Endermänner. Wir waren im End und haben dann Schalker geholt, weil wir das für ein Rezept gebraucht haben. Ein Schalker in der Soulweil. Wir haben dadurch eine Nether-Festung gefunden, wo wir auch Soulbound gefunden haben. Soulbound war das einzige Problem, dass wir das nur runternehmen können von dem Teil, von dem Gegenstand, wo wir es gefunden haben, wenn wir 20 Level haben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen, um die was draufzubringen. Dementsprechend ist das gerade leider ein bisschen doof gelaufen.
Ja, aber es wird. Es wird im Laufe der Zeit, wir werden wieder Level dazu kriegen. Wir werden eventuell auch irgendwann noch eine XP-Farm machen, die so funktioniert, dass wir Level dadurch bekommen. Eventuell auch eine, wo wir unser Schwert benutzen können, weil wir haben Unbreaking Sword. Bedeutet im Endeffekt, wir könnten mit einem Mechanical User easy peasy durchrasieren. Aber wir haben kein Unbreaking Sword. Wir müssen irgendwann noch einen Unbreaking Sword machen. Und wir müssen irgendwann noch so einen krassen Crossbow machen, weil Xadius hat zum Beispiel den Ender Dragon schon wieder gelegt. Mit 4 Schüssen vom Crossbow, ohne überhaupt die Crystals abbauen zu müssen. Auf jeden Fall eine geile Geschichte. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen bei Xadius. Wie immer, auf jeden Fall eine Empfehlung von Katze. Ein absolut geisteskranker, was das angeht. Er ist da echt gut dabei. So, Time Block. Der Imaginary Time Block. 5 Ingots fehlen uns. Ich hasse es so sehr. Oh nein, 5 Ingots. Wir gucken mal kurz. Iron. Na, da haben wir doch auf jeden Fall noch irgendwo was drin. Ja, 5 Ingots. 3 davon. Die sollten uns locker reichen. 1, 2, 3. Und flupp. Und das ganze Zeug einfach kurz hier. Das weg, da rein. Und dann haben wir unser Eisen. Flupp und flupp. Da sind unsere 8 Eisen. So, jetzt geht's an die Time Blocks. Endlich. Nach 159 Millionen Jahren. Es durfte ein bisschen dauern, bis das fertig gecraftet ist. Weil er muss alles einzeln craften. Wir haben keine Grobholz-Units und es läuft alles über einen einzigen Akzeptor. Hier unten. Über einen einzigen Zusammenbau Limenji. Da unten. Bedeutet das Ding, das läuft jetzt erstmal noch durch. Und in dieser Zeit müssen wir uns um noch ein paar Kleinigkeiten kümmern. Zum Beispiel um die Sache da vorne. Aber auch um noch ein paar andere Kleinigkeiten. Es gibt anscheinend eine Möglichkeit aus Gold. Ich weiß gar nicht, können wir das Gold jetzt einfach verwenden? Ja, müssten wir verwenden können. Das müsste das Gold sein, was wir noch haben. Wenn wir wenig Iron im System... Ja gut, ist alles im System drin. Gold. Wir nehmen mal hier einen halben Stack mit. Dann brauchen wir einen Lava-Eimer. Da müssen wir eigentlich irgendwo welche haben. Die sind hinter mir in der Truhe. Wir brauchen Bricks. Brick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so funktioniert. Deswegen werden wir erstmal nur ein einziges reinwerfen und hoffen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es müsste funktionieren. Zack, 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 zack. Das hier müsste in der Lage sein, wenn wir keinen Magneten anhaben, uns Demon Ingots zu bringen. Ja! 32 Demon Ingots. Nicer Dicer. Wow, was machst du hier? Alter Schwede. Ist irgendwo wieder nicht ausgeleuchtet. Ich weiß nicht wo. Werden wir schon irgendwo finden. So, und die brauchen wir für das Portal ins Deep Dark. Deep Dark Portal. Machbar. Quintin, Quadrillionen. Alles machbar. Wir haben hier Double Compressed eine Menge drin. 1000. Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Das ist aber ein bisschen was, auf jeden Fall. Uhu. Hallo? Mister Gedöns? Möchtest du bitte nochmal so machen? Triple Compressed Cobblestone. 2. Fuck. Das könnte echt schwierig werden, wenn das jetzt schon Quadruple ist. Okay. Also, wir haben hier Quadruple. Wir brauchen ein Quintuple. Bedeutet Quadruple 4. Es könnte passen. Es passt. So, es müsste möglich sein, ein Portal zum Deep Dark für uns zu bauen. Korrekt. Auch das haben wir problemlos fertig. Hauen wir hier hin. Können wir dann später wegteleportieren mit. Wundervoll. Demon Ingots, auch eine wundervolle Geschichte ebenfalls. Wir haben übrigens ein paar Quests abzugeben. Die habe ich währenddessen immer so gecraftet, wenn wir sowieso Sachen übrig hatten. Hier, das sieht noch so okay, Mama aus. Und hier, Batz. Das können wir alles machen. Inklusive des Imaginary Time Blocks, den wir kriegen, wenn wir die Watering Can Stufe 5 hier theoretisch nochmal nachcraften. Was ein bisschen nervig ist, deswegen habe ich das jetzt gerade noch nicht getan. Das ist der einzige Grund. Wir können hier theoretisch auch noch die ganzen anderen Sachen nachcraften. Das ist ja an und für sich Energetic Alloy. Wie viel willst du haben? 12 Energetic Alloy. Energetic Alloy, da brauchen wir Gold für. Doppelt, genau, Gold. Machen wir mal so. Redstone brauchen wir auch einen Stack. Und dann Stone, Glowstone, Glow, 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 Glowstone. Wir haben kaum Glowstone, fällt mir gerade auf. 3, 4, 5, 6, 7. Nubbledywuff. So, das gibt Energetic Alloy. Das sollte also nicht das Problem sein. Wir haben auch ein paar Resonant Upgrade Kits gekriegt und haben damit das hier dann benutzt. Ist noch ein Diamond drin. Wie sieht es mit unserem Crafting aus? Noch 2 Minuten und wir haben unser Zeug fertig gecraftet. Dann haben wir einen Imaginary Time Block.
auch nicht schlecht. Watering Can brauchen wir ebenfalls auch noch. Wir haben eine normale Watering Can, die können wir einfach upgraden. Dann brauchen wir dich, dafür brauchen wir eins davon. Dankeschön dafür. So, das da. Dann haben wir da noch eine Infinite Water Source drauf. Also wir brauchen erst einmal, was haben wir, brauchen wir vier noch davon. 1, 2, 3, 4. Okay, das können wir uns leisten, das ist interessant. 1, 2, 3, 4. So. Das hier hat wunderbar funktioniert. Das ist aber das, was wir schon fertig hatten, oder? Uns hat hier oben Watering Can, Mana Evolution, Logistic, hier. Die haben wir. Wir müssen alles bis zu dem Punkt hier, bis zu dem Ding machen. Okay, dann machen wir die noch. Oh, wow. Oh, wow. Mehl, Bone Meal haben wir nicht mehr. Haben wir echt nicht? Nirgendwo mehr Boni übrig oder so? Nie pro Bono, nix mehr? Nix mehr Bone? Bone, hier haben wir noch einen Bone drin. Ein Rip auf jeden Fall, ein Rip-Bone. Oink, zack, flupp, wubbeldiwupp. Nochmal eine Watering Can mehr, da müssen wir noch die draufhauen. Alter Schwede, das ist halt wirklich extrem teuer. Wir sollten diese Produkte irgendwas Ingots auf jeden Fall nochmal auf die kaue Kante legen. Eventuell sollten wir sie einfach einspeichern. Findet ihr nicht auch? Wir haben noch 10 Plätze frei. Theoretisch können wir sie einfach einspeichern und danach kurz machen. Können wir das machen? Also wir müssen ja sowieso nur bis hier gehen. Bedeutet, das hier muss ich einspeichern. Dann muss ich den darunter einspeichern. Upsala, dann muss ich den da einspeichern. Und ich muss halt das hier noch einspeichern. Das da. Wenn ich das alles eingespeichert habe, dann dürfte das schon mal kein Problem sein. Eventuell sollte ich dann aber auch noch das da einspeichern. Das hier einspeichern, ja. Dann weiß ich wenigstens, was uns fehlt. Das hier soll ich noch einspeichern. Und das hier noch einspeichern. So. Wir müssen hier unten einige, oh Gott, hier war die Stelle, wo wir hin können. Da wird immer noch gecraftet, fleißig gecraftet. Wow, haben wir hier unten drunter jetzt noch was frei? Nee, haben wir nicht. Wir sind hier komplett voll, was das angeht, nicht? Ah, wir haben hier noch eins frei, das ist gut. Und das 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Das haben wir auch hinbekommen, das ist kein Problem gewesen. Nice. Und unser Crafting-Rezept müsste jetzt gleich durch sein. 4, 1, 0, flupp. So, ETM, oder? Time Block. Ein Imaginary Time Block. Woohoo! Das Ding ist awesome. Und das Ding ist richtig abnormal. Der Imaginary Time Block, hier unten, wie man sehen würde, Watering Can Part 8, braucht das Ding vorher. Aber dieses Ding hier hat die Angewohnheit, extrem zu sein. Das Ding ist wirklich krass. Solange das in einem gewissen Radius zu Pflanzen steht, erhöht es die Tickrate von diesen Pflanzen um ein Vielfaches. Ich werde euch das gleich demonstrieren, indem wir das Ding hier einfach kurz an die Energie ranpfeffern. Da, guck mal. Seht ihr das? Seht ihr diesen Imaginary Time Block, was der gerade tut? Das Problem ist, dieses Ding mit diesem Boden zusammen zu verwenden, ist Selbstmord. Ich zeige euch das mal kurz von unten. Wenn wir das jetzt hier dran setzen... Theoretisch. Hier. So, müsste da oben gerade die Partikelgeschichte richtig abgehen. Eigentlich. Da. Ihr seht's. So funktioniert das Ganze jetzt. Das wird einfach 1:1 durchgepfeffert. Er kann das Zeug nicht schnell genug raushauen. Es wird nur noch durchgepfeffert. Geht nicht anders. Hier liegen noch Sachen übrig. Zack, zack, zack. Zack. Dafür braucht man das Ding. Da kannst du nur noch rechtsklick durchlaufen und die ganze Zeit irgendwas abernten. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. So, alles fertig. Gar kein Problem für uns. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und solange das Ding da unten mit Strom versorgt wird, und ich glaube, das braucht gar nicht so viel Strom. Nee, das ist noch für das Ding problemlos stemmbar. Haben wir hier auf jeden Fall nie wieder Probleme, was unsere Farm angeht. Das dürfte wirklich kein Problem mehr geben und es dürfte auch keine Probleme mehr aufzeigen. So, ein Magnetring scheint nicht an mir dran zu sein, genauso wenig wie meine Elektromagneten, den muss ich wieder hinzufügen. So, also, dann haben wir den fertig. Die ganzen anderen Dinge müssen wir jetzt sowieso auch noch fertig machen. Es kann sein, dass wir die im Laufe der Zeit fertig gekriegt haben. Das haben wir übrigens auch noch nicht fertig gemacht, den Ultimate Furnace. Der kommt noch dran irgendwann. Jetzt geht's erstmal auf die Watering Can. Dafür brauchen wir eine, ja? Nein.
Wie heißen die denn? Ingot? Die werden Ingots sein, oder? Ja, hier sind Ingots. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte zum Beispiel von dem hier 3 haben, kriegst du das hin? To craft 1. Okay, kriegt er hin. Sollte er hinbekommen. 3. So. Davon 3 zu craft, kriegst du auch noch hin? Er will die ganze Zeit diese zusätzlichen Crafting-Teile craften. Das ist halt echt der Hammer, dass der das jetzt macht. So. Davon haben wir auch 3. Wunderbar. Davon brauchen wir noch 3. Nur für den Fall der Fälle, dass wir danach noch was brauchen in der Hinsicht. Dann, wie heißen die Dinger? Core. Core. Was fehlt uns hier für diesen Core zum Beispiel? Lapis und Gold. Lapis Balui. Hier. Machen wir mal 2. 1, 2. Und Goldblöcke brauchen wir 2. Zack, zack, zack. Fupp. Eine da. Wow. 1, 2. Wunderbar. So, jetzt müsste Core. Core. Nice. Wir machen jetzt einen davon. Gar kein Problem. Und wir müssten danach noch den da machen können. Aber erst müssen wir... Ich hätte einfach zurücklegen können. Genau, den müssen wir auch noch machen. Wenn ich jetzt gucke, Watering Can. Welche haben wir denn momentan? Wir haben die da, okay. Die nächste ist die da nach der. Brauchen wir eine Infinite Water Source. Oh, ich habe von den ganzen Ingots falsch gemacht. Die Ingots sind alle falsch. Ingot, Heiliger. Oh, das war meine Musik. Warum? Nee. Nee, es will irgendwie nicht mehr so, wie ich das da mal kannte mit dem Shortkey. Nee. Ach, Maustaste draufklicken, bin ich ein Idiot. Ingot, so. Bitte mach mal hier einen mehr. So, mach mal bitte hier noch einen mehr von, bitte. Wenn du da sowieso dabei bist. Die könnten wir gerade nämlich gut gebrauchen. Und die Infinite Water Source brauchen wir sowieso auch ein bisschen. Bedeutet, von den Base Essence Ingots machen wir mal 4 gerade. Die können wir immer wieder brauchen, gerade in der 1, 2, 3 abgeschwächten Form. So. Denn wir brauchen einen Water Core. 3. 4 machen wir mal. Okay, so. Das hier müsste jetzt problemlos möglich sein. Legen wir ins Inventar, gucken nach. Haben wir die Quest davon? Ich glaube ja. Ja, die grüne haben wir. So. Nächste Stufe bist du. Infernum. Endlich, nach all den 100 Jahren. Und da haben wir jetzt auch alles durch. Imaginary Time Block muss ich jetzt noch in mein Inventar nehmen. Das kriege ich hin. Habe ich Platz in meinem Inventar? Habe ich. Also muss ich hier kurz runter und den Imaginary Time Block brechen. Und da müsste eigentlich... bewusst, dass ich dich in der Hand habe? Imaginary Time Block? Hallo? Er will noch nicht. Gemein. Hallo? Ich hab den Imaginary Time Block im Inventar. Hallo? Der ist hier. Hallo? Da ist er. Das ist meiner. Das hier ist meiner. Der gehört mir. Den habe ich gecraftet. Hallo? Er will mir die Quest nicht geben. Das ist natürlich schon ziemlich gemein. Von der Skala von 1 bis 300 ist das schon so eine 2000. In der, das ist ziemlich frech, Skala. Heiliger, ey. Machen wir das mal gerade alles aus. Was ist denn los? Mit dem hat er noch Energie gespeichert? Nee, hat er nicht. Kannst aber auch nicht claimen. Main Quest, false. Global Quest, false. Naja, das will anscheinend nicht. Gut, dann werden wir alle anderen jetzt claimen. Das claimt Katze, das claimt Katze. Dann machen wir jetzt auch noch ein Loot-Chest-Opening hier. Krasser Shit. So, das wäre eigentlich meine Aufgabe, dass ich das jetzt gerade eben abgeben kann, die Imaginary-Time-Block-Geschichte. Irgendeinem Grund will er mir die aber nicht geben, die Quest. Okay, ein extra Life. Ja gut, das brauchen wir nicht. Hier, die Crafting-Seeds sind mittlerweile auf Auto-Crafting. Für den Fall, dass wir sie machen wollen. So. So-di-do-di-do. Und das dann noch. Ich darf hier nur nicht auseinanderplatzen. Ich platze auseinander. Das ist nervig. Plopp. Bitte mal alle zu Katze kommen. Hallo, ich bin Katze. Tak, 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 tak.
bin eine Katze und hab Baumgemüse in der Hose. Hey, hey. So, ein paar Loot-Chests. Haben wir denn schon alles abgegeben? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein, da oben fehlt noch was. Hier haben wir noch eine Loot-Chest. Oh, da haben wir sogar noch was Geiles für bekommen. Wow. Das war ja wirklich cool. Was war das? Sonarium? Okay. Das hier noch abgeben. Alter, sind das gleich viele Chests zu open. Wenn wir da jetzt einen Imaginary Time Block rauskriegen, werde ich traurig. So. Ingot Solium. Solium Ingots. Nicer Dicer. So, öffnen. Mana Steel. Guest Charm. Flask of irgendwas. Chains Cubes. Tier Chains Paddle. Eine Karatkarotte. Nein. Nein. Basic Kapazitäter, okay. Status Quartz und noch was. LF Gauk. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, was reinlegen. Schlaube, wir fallen sind langsam aber sicher in die volle Variante, gell? Flask auf irgendwas mal wieder. Gemein. Was krasses. Oh Mann, oh. Ein Growth Crystal Level 3, na gut. Haben wir halt noch einen von denen übrig. Blaze Charm, Guest Charm, Flask of irgendwas, Diamond Furnace. Das hier ist lustig. Repair Talisman. Ich glaube, den kann man hier hinsetzen. Der repariert jetzt nach und nach unsere Sachen. Was irgendwie OP ist, weil das extrem ist. So. Und ich weiß nicht mal, was er kostet. Ich glaube, der ist einfach nur richtig OP, das Ding. Durability ist voll, die Durability hier ist voll. Die Durability hier ist nicht voll. Wird die jetzt voll, wenn ich es in der Hand habe? Nee, wird's nicht. Dacht schon, ey, das wäre auch ein bisschen AKP. Oder wartet das nur bis... Ah, das ist schon fertig. Das macht jetzt aber nicht weiter, oder? Doch, macht's. Damit kreiert das ja EMC. What the hell? Faszinierend, dieses Teil. Also... Das Ding benutze ich, das Ding behalte ich, das ist super. Vielleicht noch auf Soulbound machen, damit es nicht ganz so schade ist die ganze Zeit, das Ding zu benutzen. Oh, danke schön, das war jetzt gerade gar nicht nötig. Den Imaginary Time Block setzen wir hier hin. Schade, dass die Quest nicht richtig abgegeben wird. Aber okay. So, was haben wir noch als Problem, beziehungsweise zu tun? Eigentlich eine Menge, aber ich würde einfach mal behaupten, das nehmen wir in einer der nächsten Folgen in Angriff. Zum Beispiel Mob von mir umbauen, da ein neues Lagersystem oder so, oder beziehungsweise direkt irgendwo einführen in einer Deep Storage Unit. Hier gibt es keine Deep Storage Units, oder wenn, glaube, sind sie extrem teuer. Ja gut, extrem teuer ist jetzt halt das alles EMC, nicht? Also ein Nähtaster ist gleich eine Deep Storage Unit, das ist easy. Das ist wirklich kein Problem. Naja. Wir haben den Philosopher's Stone. Der Philosopher's Stone ist extrem geil. Damit können wir verschiedene Sachen machen. Und irgendwann können wir damit auch noch die Kohle boosten. Wir können aber, glaube ich, nicht auf Kohle craften. Das geht mit dem Philosopher's Stone nur aus dem Zeug hier raus. Das ist schade. Wir können mit Mana Sachen verdoppeln, vervierfachen, verachtfachen, ver-259-fachen. Das ist ja alles legitim. Das wird auch alles im Laufe der nächsten Zeit irgendwann mal drankommen. So, vorab, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, danke ich euch jetzt aber erstmal für das Video, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan haben lassen solltet. Und ja. Katzi sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Throw your canes up.